kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ich will nicht. Ich bin zu jung, um zu sterben. Bin hier nicht. Ich bin nur ein kleiner Mann mit Feuerzeug in der Hand, weil es hier sehr dunkel ist. Oh, warte mal, da fällt mir direkt mal was zu ein. So. Ziemlich dunkel hier in der Facecam. Naja. Okay, ich mach mal das Feuerzeug aus. So. Der mit seinem blöden Gestöhne auch. Ich muss mich ganz kurz hier richtig hinsetzen. Ich rutsche immer so komisch nach unten. Mit dem Arsch nach vorne und dann nur. Wie so ein Bogen immer. So, sieht man das jetzt gerade so? So. Rutsche ich hier mal den Stuhl runter und irgendwann liege ich mir den Rücken so auf dem. Nur noch auf dem Stuhl drauf, wisst ihr? Und der Kopf, der geht dann die Lehne immer so hoch. Ich bin immer sehr vorsichtig bei solchen Spielen. Ich weiß gar nicht mal warum. Oder recht geduldig. Das wird ihn aufhalten. Ah, scheiße, da ist ein Schloss vor. Oder wir hängen einfach ein Schild dran mit, Closet. Kommt da, denke ich mal, auch nicht rein. Dieses scheiß Drecksvieh, ne? Alter. Ruhe denn, ich will schlafen! Die Kinder von heute, wieder die Jugend von heute. Ja, ja, damals war alles besser. Da hatten die Kinder noch Respekt vor uns gehabt. Ist wahrscheinlich gar kein Monster. Das sind einfach Jugendliche, die da wie jeder irgendwie Fußball spielen und die ganze Zeit immer ihre Bälle gegen die Wand klatschen. Renn ich gleich mal raus, gibt's erstmal Schelle hier. Ich weiß nicht, ob ich rausgehen kann. Wie soll ich denn hier überhaupt was finden oder mal es irgendwie hinbekommen? Es hinbekommen? Hier zu entkommen, mal ein paar Sachen zu finden? Wenn dieses Vieh einen die ganze Zeit verfolgt. Hat mir eigentlich hier nicht. Hat mir nicht irgendwie so eine Zeitschaltuhr gehabt? Hatte ich nicht eine mitgenommen? Irgendwo hatte ich doch. Eine gesehen. Nee. Mach mal zu hier. Hier ist niemand. So. Oh, eine weitere Cola-Flasche. Hier ist ein Bett. Können wir nicht einfach pennen gehen? Bitte. Einfach pennen gehen und dann im Schlaf ermordet werden. Ich glaube, das ist am angenehmsten. Hier ist ein Kühlschrank. Hier ist wieder ein Zettel. Ich nehme die einfach mal stumpf mit. So, einmal kurz hier. So. Was ist denn jetzt mit WASD los? Ich klemme hier gerade irgendwie. Hallo? Oh, ich hab sexy Arme, Alter. Hä? Ich war, glaube ich, gerade irgendwie in diesen. Was ist das denn? Konservendosen. Ich war, glaube ich, gerade irgendwie in diesen komischen Note-Menü drin gewesen, ohne es zu sehen. Oh, geile Hand, Alter. Oh. Erstmal hier schön den Boden begrabbeln. Hier, warte. Oh, geil. Oh, ich habe so einen Fetisch dafür, weißt du, einfach mal so Böden anzufassen. Das ist voll geil, sowas. Ich will nicht. Was? Achso, ja. Ich wollte gerade sagen, warum geht die Tür nicht auf? Jo. Dass er immer dann angeschissen kommen muss, ne? Aloch. Wie lange nehme ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich glaube, das wären noch mehrere Folgen.
Ich nehme das Ganze ja immer so in ganzen Stücken auf und unterteile das ja dann immer noch so in mehrere Folgen. Deswegen nicht wundern, wenn meistens keine Anmoderation drin ist. Das ist einfach einfacher für mich. Da bleibst du einfach so ein bisschen in der Atmosphäre vom Spiel drinne. Und ich kann in Ruhe spielen, muss nicht die ganze Zeit darauf achten, irgendeine blöde Anmoderation nochmal wieder zu machen. So. Also, der Herr, haben Sie sich langsam mal verpieselt? Ich würde hier nämlich gerne weitermachen. Läuft die Aufnahme ein? Ich hatte gerade Schiss gehabt, dass OBS nicht läuft. Schockmoment, Alter. Schockmoment eines. Alles. Alter, was? Schockmoment eines jeden YouTubers. Hatte ich das schon mal gehabt eigentlich? Wo wir hier gerade so sitzen und nichts Besseres zu tun haben. Hab ich schon mal nicht aufgenommen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, einmal ist mir das sogar passiert. Aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel. Das ist schon ein bisschen länger her. Der ist doch hier im Flur, oder nicht? So, einmal fix ins nächste Zimmer. Komm, abschließen. Oh Mann, wie der uns auch die ganze Zeit verfolgt. Ah, geil, Alter. Licht geht immer noch nicht. Hier ist noch ein Radio. Ach, stimmt, wir hatten ein Radio gehabt. Stimmt, das können wir ja dann. Da war doch dieser komische Raum gerade eben gewesen, wo man noch Sachen reinwerfen kann. Damit der Typ das dann wahrscheinlich aufhaut. Weil dann wird er aber, glaube ich, ein bisschen getriggert. Das ist das Problem. So, was ist das hier? Hier ist noch mehr Radio. Radioactive. Ach, guck mal, Benzin. Ach, scheiße, wir müssen irgendwas wegwerfen. Knicklichter da vielleicht? Ja, komm, werf die mal weg hier. Brauchen wir nicht. Dann nehme ich einmal Benzin mit. So. So, hier hinten noch irgendwas. Hier ist eine weitere Tür. Okay. Ich würde mega gerne mal kurz da hinten hingehen, wenn er sich jetzt mal verpieselt hat. Wir müssen das natürlich sehr schnell machen. Oh, mies wäre das, wenn er einfach mal vor der Tür stehen würde. Hier. Lauf doch! Radio kaputt gemacht. Mein schönes Radio. Ich wollte das da reinwerfen. Ich habe es aber irgendwie nicht hinbekommen. Der hat so ganz komisch geworfen. Der hat einfach nur gegen die Tür und dann runter. Super. Das ist wieder so eine Stresssituation, wo du nichts gebacken bekommst, weißt du? Aber wir haben ja noch mehr Radios. Da sind wir zum Glück noch gut versorgt. Hier zum Beispiel. Vielleicht war es ja auch einfach die falsche Musik gewesen. Jetzt. Oh Mann, Junge, verhakt dich doch nicht. Der verhakt sich immer. Okay. Wir können uns hier nirgendwo verstecken. Wo bin ich hier? Ach, hier hinten. Oh Mann. Ich finde mich hier gerade überhaupt nicht zurecht und die Steuerung, der verhakt sich hier immer an den Wänden irgendwie. Ist mega nervig. Ich glaube, der hat die Tür jetzt aufgemacht. Ich bleib jetzt einfach mal hier drin. Ich glaube, der kommt jetzt hier rein, oder? Kommt der jetzt hier rein? Da fliegen Funken. Und ich denke jetzt nicht, dass es Delson aus Infamous ist. Hallo, mein Freund. Der klingt böse. Der klingt sehr, sehr böse. Jungchen, du hast aber einen ordentlichen Bass in deiner Stimme. Das muss ich dir lassen. Da kommen so ein paar. Sind das Glühwürmchen, die da aus deinem Mund kommen? Ich glaube, das ist nicht so ganz. Ruhig, Champa. Ruhig, Champa. Ganz ruhig. Ich glaube, guck da nochmal drunter. Ich glaube, da war jemand gewesen.
Diese Logik, vor allem, habt ihr es gerade eben gesehen? Sein rechter Arm, war das der rechte? Sein rechter Arm war so ganz dick gewesen. Das würde ich gerne mal hinterfragen, warum das so ist. Scheint ein sehr einsames Monster zu sein. Nee. Naja, er hat jetzt auf jeden Fall die Tür dort hinten aufgemacht. Der Idiot. Oh, hier ist ein Schlüssel. Und ein Keyboard. Voll geil. Direkt mal mitnehmen. Bisschen klimpern hier. Oh, erstmal kurz hier. Durchatmen. Einmal was zu TV anrufen. Dann ist alles wieder gut. Oh! Was hat er denn jetzt? Der ist ja komplett am Durchrasten hier. Am Durchrasten und am Ausdrehen. Was ist los mit dem Typen? Was ist da los, Alter? Dass die vor allen Dingen auch immer in einen Raum reingehen, wo du gerade bist, ne? Und dann gucken sie aber immer nur unter einem Bett und in einen Spind rein. Und dann zufällig immer meistens der, wo du nicht drin bist. Was ja auch eigentlich gut ist für uns, ne? Wofür ist der Schlüssel? Das ist bestimmt für einen Helikopter, um den aufzuschließen, oder nicht? Der ist doch locker abgesperrt. Hier ist ein Kartenspiel. Vielleicht können wir mit dem Typen einfach Karten spielen. Ohne weit... Hoppala. Da muss ich kurz schluck aufen. Hier ist eine neue Taschenlampe. Mit voller Batterie wahrscheinlich. Ich gebe ihm mal ein Lichtzeichen. SOS. Ihr könnt auch ruhig mal, das hatte ich sowieso nochmal vorgehabt, dass ihr mir einfach mal so ein paar Challenges in die Kommentare schreibt, wie ich das Spiel zum Beispiel spielen soll. Zum Beispiel, du darfst dies und das Item nicht benutzen oder... Keine Ahnung, seid mal ein bisschen kreativ. Denkt euch mal was Witziges aus. Warum komme ich hier nicht rein? Ah, ist abgeschlossen, okay. Warum ist die Tür denn abgeschlossen? Hier komme ich aber rein. Oh, ich bin mir da... Das ist furchtbar. Mit der PC-Steuerung, ich bin noch nicht so ganz vertraut damit. Und dann Horror-Game damit spielen, das ist so mega schlimm, weil du bist die ganze Zeit immer so, ne? So ganz komisch am Zittern. Kann ich nicht mitnehmen. Hier ist wieder... Was ist das denn? Press V, du... Was? Hey? Ich dachte, da wird jetzt irgendwas abgespielt. Hier liegt eine Scheibe. Die können wir als Frisbee benutzen und ihn dann einfach mal... den Kopf abpacken, einmal werfen und dann... Pff. Ansonsten ist hier aber auch nicht sehr viel drin, ne? Mir ist gerade eben erst eingefallen, ich gucke irgendwie nie in die Schubladen rein. Das ist nicht so gut. Und ich versuche gerade irgendwie das Treppenhaus zu finden. Ich glaube, der kommt da gleich um die Ecke gekackt. Oh, der ist ein bisschen fix unterwegs. Ich mach mal das Türchen zu. Versteck mich unterm Tisch, weil hier wird er mich auf gar keinen Fall sehen. Weil die nämlich immer parallel in die Richtung gucken. Immer so... Nein, die gucken nie gerade nach unten oder so schief nach unten. Machen die nicht. Immer geradeaus. Deswegen sehen die einen unterm Tisch nicht. Also mal ohne Scheiß, ne? Jedes normale Tier, Mensch, was auch immer, wenn es in den Raum reinkommt, sich da jemand so auffällig unter einem Tisch versteckt, das sieht doch eigentlich jeder direkt, oder nicht? Eigentlich schon. Das ist Schwachsinn. Es sei denn, der Raum ist jetzt ziemlich dunkel. Dunkel, dunkel wie ein Furunkel? Sind Furunkel dunkel? Ich weiß es nicht. Schreibt's mal in die Kommentare. Was? Entschuldigung. Ich finde das immer ein bisschen witzig. Ja, ganz ruhig, Junge. Beruhig dich mal. Fuck, Mann. Ich muss das Treppenhaus finden. Ich glaube, Delson kommt uns gleich nochmal besuchen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Delson, weil er mich irgendwie mit seinen Rauchfunkeln da immer so ein bisschen hier an Infamous erinnert. An diese komische Rauchkraft.
essen. Du kleine Schnitzel. Brötchen. Wo ist das Treppenhaus, Mann? Hier waren wir schon drinne. Hier ist die Küche. War doch die Küche, oder? Ja, Küche. Hier gab es doch zwei Ausgänge. Ich wage hier mich zu viel raus. Obwohl ich ihn hier ganz genau höre.